So, da laufen meine Mitpilger. Wartet doch auf mich. Also so geht es nicht, das sage ich euch. Nicht so durch, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's los. Also heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute ist der 4. Oktober. Und wir haben heute vor, den Camino weiterzulaufen. Von Alken nach Dreiskaden. Ne? Ja. Was uns heute alles passiert und wie es heute weitergeht, wir werden sehen. Wir waren super aufgenommen. Morgen. Morgen. Wir waren super aufgenommen in unserer Herberge und waren bestens versorgt. Und jetzt, ne? Jetzt ist es, wie viel Uhr haben wir es? 20 nach 9. 20 nach 9. Ab geht die Party. Ich bin schon gearbeitet am Bein. Hier rechts waren wir gestern Abend essen. Toll. War lecker, war mega lecker. Hier wird der Wein produziert. Der feine Moselwein, den wir gestern getrunken haben. Schon lange her, wird Zeit, dass wir das nicht kriegen. Der wird dann verkauft, aber die Sachen sehen nicht so schön aus wie die gestern. Die Sachen waren auch noch schön, ne? Ja. Das war ja auch Aha-Wein, den wir hatten. Hast du es gestern gesehen? Aha, stand drauf. Den Wein haben wir gestern Abend getrunken. Da waren wir nämlich essen und den Wein, aha, den gab es nämlich gestern. Hier wächst lecker. Unser Wein von gestern. Ja? Der war mega lecker. Punkt ist da. So, ja. Regenponcho die erste. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, so ist gut. Steht dir gut so. Ich muss weißer her, ich muss den Reifen schon vorher. Ja, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Guck mal, da ist er. Moment, ich muss erstmal die Hand raus. Mal über die Mosel drüber. Das Wetter ist naja, aber ist egal. Es ist wie es ist. Aber unsere Stimmung ist immer noch sehr ausgelassen, heiter. Oh, guck mal, schlecht Wetterpilger im Anflug. So sehen wir aus. Und trotzdem immer gut gelaunt. Ja. Immer schön an der Mosel entlang. Die Blätter werden bunter so langsam. Das ist richtig schön. Hier ist kein Tülle. Und mittlerweile hat es auch wieder aufgehört zu tröpseln. Ne? Dann macht das alles noch mehr Spaß. Da ist aus, als wenn ein Netz vor den Felsen noch drüber liegt. Das ist schön hier, ne, die Häuser? Ja. Sehr schön. Da vorne kommt der große Turm. Guck mal. Wasserturm, irgendwas. Siehst du den? Jetzt sehe ich ihn, aber da kommt es langsam ins Bild. Ich würde auch reinmachen. Da muss der Fuß rein, ja. Nicht die Hände. Guck mal. Das ist eine Maine Coon, glaube ich. Die ist so groß, ne? Ja.
und immer wieder hier gesund. Der Muschel hinterher. Und jetzt geht es hier rein, glaube ich, in die Weinberge. Erster Boxenstopp im Ortsausgang Hatzenport. Und jetzt gehen wir in Richtung, wie heißt das Ding, das Gehäuse? Jetzt geht es Richtung wo? Richtung Elz, Burg Elz? Richtung Burg Elz sehen wir jetzt, wa? Jetzt gehen wir nach Burg Elz und das soll hier hochgehen. Das Erschreckende ist, dass wir jetzt auf die ersten 6 Kilometer keine Höhenmeter gemacht haben und die müssen jetzt auf einmal kommen. Aber da vorne ist eine Bushaltestelle. Die wir nicht nehmen. Auf geht's mit Gebrüll und Freude. Hier hängen mehrere Mupfeln. Da waren auch bestimmt noch mehr. Ab jetzt geht's hochwärts. Bon Camino, du schaffst das. Ich glaube an dich, mein Freund. Nicht. Wer meldet an, was zu haben zu wollen? Ach, du hast 2 Flaschen drin, kriege ich nicht raus. Gib mir mal von mir. So, wir sind auf dem richtigen Pfad nach Burg Elz. Das ist ein Zwischenstopp von uns. Von uns dreien. Dann haben wir schon über die Hälfte. Und ähnlich wie der Nachname irgendwo, ne? Wenn man ja ein bisschen groß. Morgen dürfte mich Elz nennen. Herr von. Sind wir schön in den Weinberge. Oh, ganz schön hoch. Ja, geht ganz ordentlich hoch. Aber der Weg ist dafür schön. Ab Hatzenport hieß es, ne? Ab Hatzenport ging es jetzt hier hoch. Das ist echt herrlich schön. Oh, guckt euch mal den Ausblick an. Guckt euch das mal an, das schöne Moseltal. Ist das was? Wir stecken weiter. So. Sprachen und Sukzession. Ich habe auch zweimal gelesen. Sukzession im Weinbau. Klima. So Leute, und jetzt zeige ich euch, was ich liebe. So geht's da runter. Ich kann nicht weiter ran. Aber ihr seht, ne? Runter. So. So geht's runter, sagt die Anja. Und das mag sie nicht. Hier geht's weiter gleich. Ist das nicht echt schön? Aber erstmal ist Kurzzeitpause. Ich habe den Rucksack im Moment ganz gerne noch auf. Ich setze den nicht gern ab, weil da hast du immer gleich kalten Rücken. Ne? Dann habe ich lieber den Rucksack auf. Aus dem Aldi oder so. Stimmt. Total saftig und. Und ohne Stock kaputt zu machen. Alter Fresse! Hier, kaputter Stock. Guck mal. Ja? Weil er gestern Apfel vom Baum geschlagen hat. Ja, killt, ja, ja. Killt bei Apfelbaum.
Also landschaftlich echt schön, ne? Immer wieder. Ja, sehr schön. Macht echt Spaß zu gehen. Wenn nur der Wind aufhören würde, das wäre nett. Nett wäre es, nett. Ja, nett ist richtig. Sagt der Frank. Ah ja, geradeaus. Geradeaus. On the road to Burg Eltz. Na, lang kann es ja nicht mehr gehen, oder? Was haben wir da jetzt noch? Circa anderthalb vielleicht? Nee, glaube ich, da noch zu viel. So, da ist der View auf Burg Eltz. Da ist er. Anja, siehst du? Ja, siehst du doch. Das ist die Burg Eltz. Ist herrlich, oder? Fahrrad, nicht schnell. Pause, Schließkasten. Ihr könntet mal sprühen ein bisschen. Ja. Wir sprühen morgen wieder. Luft versprühen wir. Ausgesprüht, ne? Da ist er. Nochmal. Und dann hauen wir wieder ab. Der Anja ist auch da. Überlebst du? Hier geht's hoch, aber mal richtig. Durch diese hohle Gasse wollen wir kommen. Oben gibt Kaffee. Was ist? Oben gibt Kaffee. Oben gibt Kaffee. Ja. Keiner hat was gegessen. Oben gibt sogar Kuchen. Und was ist das? Nur Haus, oder? Oh, so eine. Ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Wo sollten die herkommen, die fünf? Gut. Schauen wir mal, wa? Weiter geht's. So, jetzt haben wir ungefähr 16 Kilometer hinter uns. Es ist 2:30 durch, glaube ich. Das Wetter spielt mit. War heute Morgen mal kurz angeregnet. Und wir hatten heute ordentlich Höhenmeter. Stimmung ist Bombe. Der Weg ist auch fordernd, aber schön. Ja, und jetzt müsste dann demnächst mal der Abstieg wieder runter an die Mosel kommen. Und dann wird es für Frank und für mich kernig. Bis jetzt war es hauptsächlich für Anja kernig. Na, lassen wir uns überraschen. Ne? Hier geht's weiter. Immer nach vorne.
Super, danke schön. Der Mann, da kennt sich aus. Ja, der Jupp. Der weiß, was Pinker wollen. Der Jupp, der Ding. Die Aussicht ist natürlich super hier, aber hey, auf den Stein, da muss man sich. Ja, wir hatten auch noch was dabei, aber das ist natürlich die Deluxe, das ist die Deluxe-Version. Ja, genau. Ja. Vielleicht können wir noch ein bisschen drin raus. Wer weiß, ne? Wie weit bis an der Laufe, bis der Karten, oder? Ja, Karten noch. Ja. Reicht dann auch für heute. Ist das herrlich, ey. Frank, krieg ich meinen Strahl noch raus? Frank, das haben wir uns verdient, das haben wir uns verdient. Oh, Sätzchen. 1A, und du musst auch den Wein, jetzt kommt gleich noch Wein. Wir haben Kissen und dann, guck mal hier, hier. Oh, die sind echt lecker warm. Kissen unter Arsch, also das ist total schön. Wärmt, super Bedienung, sehr, sehr nett. Guckt euch mal den Blick an. Ist das was? Und was gibt's heute? Wir haben ehrlich gesagt außer ein paar Schokoriegel noch nichts gegessen. Der Wein kommt besonders. Der kommt? Gut. Stößchen, ich will auch. Stößchen. Guck mal, Schatz, das war doch das Tageshighlight mit dem Wein hier oben, oder? Das war super. Der Mann war spitze, als er mit dem Wein ankam. Der wusste, was Pilger wollen, ne? Absolut. Einmal Abstieg extrem. Da saßen wir. Haben Wein genossen. Den Berg runter, ey. Das ist schon heftig. Muss man aufpassen. Gott sei Dank ist es trocken heute. Das ist nicht ganz ohne. Ne? So, und der Frank, der rennt schon da unten, den sehe ich gar nicht mehr. Pilgerbenzin in Weinform. Oh, wei. Da geht's schon runter, ne? Da sind sie, meine Pilgerkamerädchen. Mach das nicht immer, das mag ich nicht, wenn das so ist. Muss aufpassen, was ich tue. Das ist pure Wildromantik, mein Schatz. Guckt euch das mal an. Ist das was? Ist das ein schönes Wegchen? Kann man außer ja nichts sagen, ne? Also nach dem Abstieg weiß ich eins ganz sicher. Da packe ich jeden Abstieg, das sage ich euch, Freunde. Wir sind alle auch noch gut dabei. Der Wein macht die Füße locker. Ja. Ende wäre auch nicht schlimm. Aber das Ende kommt. Hier geht's lang. Mega Sonne, mega Gegend. Steil bergab, steinig, rutschig. Aber genial. Sehen wir die Männer noch? Ist das eine Aussicht, ey? Hier ist die Mosel. Und da klettern sie. Ich glaube, heute Abend haben wir uns noch eine Flasche Wein, Moselwein verdient. So. Was wir heute alles verdient haben. Jetzt sind wir bald unten. Guck mal, Kinder, wir sind unten an der Mosel. Ja. Hier ist er. Glücklich. Boah, muss ich da wieder Luft laufen, ey. Ja, wir haben es geschafft, jetzt sind wir unten. Naja, noch müssen wir da eben ein bisschen über die Brücke noch. Über die Brücke und dann irgendwo, wo da hinten der Kirchturm ist, wenn man den sieht auf der Kamera. Das sieht gut aus. Das ist nochmal eine Chance für uns für den Stempel. Ne, da müssen wir hin. Genau, da gucken wir nochmal. Monopoly! Kinder. Fertig. Was haben wir auf dem Tacho? Sag ich euch.
Was haben wir denn auf dem Tacho? 19,8 Kilometer. Und was haben wir an Höhe? Anstieg 440. Weniger als gedacht. Aber läuft. Jetzt erstmal alles und sich fallen lassen. Oh, das ist immer das Schönste am Tag. Wenn der Beutel runterkommt. Ne? Beutel runter ist ja schon. Schuhe sind schon aus. Oh. So. Ey, aber das ist nicht ganz schlecht. Ist nicht ganz schlecht. Super schöne Küche hier. Und hier wohnt der Frank. Hm? Ja, Rest einpacken hier. Und hier ist der Bad. So, jetzt ist der zweite Tag schon rum. Die Wohnung bei Hassan ist schön und da konnten wir abends auch noch eine Pizza essen. Und die Pizza war mega lecker. Hm, das war's. Ja, hier nochmal die Tourdaten, was wir weggelaufen haben heute, waren wieder um die 20 Kilometer, ja, 440 Höhenmeter. War ein schöner Tag. Schöne Aussichten, schöne Burg, wunderschön. Ja, wir waren auf der Burg Els, ne? Ja, nur mega viele Leute, viel zu voll. Ja, das war's. Und dann hatten wir ja noch den feinen Wein mit der schönen Aussicht auf drei Skaden. Super Überraschung. Der Wein war lecker, ne? Das war super toll da. Also bleiben wir gespannt, wie es morgen weitergeht. Wir werden sicher wieder viel erleben und sehen. Ja, bleibt doch einfach dabei. Wir würden uns freuen. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den morgigen Tag. Bis denn. Ciao. Tschüss.